Heute ist der 22. Dezember. Wir öffnen das drittletzte Türchen unseres Adventkalenders und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Das heutige Türchen ist nicht in Linz, sondern wir sind mitten in Wien in Favoriten und jetzt schauen wir mal, wer sich hinter diesem Türchen verbirgt. Hallo, hallo, hier spricht der Taco, live aus Favoriten. Ja, und ich bin da mit der Familie zu Weihnachten und werde auch wahrscheinlich auch meinen ganzen Urlaub hier verbringen. Taco, als erstes herzlichen Dank fürs Zeitnehmen. Wir stören da deinen Sonntag, aber wir machen das natürlich sehr, sehr gerne. Du bist jetzt seit circa 3 Wochen in Wien. Was treibst du so in der fußballfreien Zeit? Ist es schön, einmal nicht jeden Tag trainieren zu müssen? Ja, also ich genieße schon die Zeit mit der Familie, weil ich ja selten mit der Familie bin. Und ja, und ich gehe auch trainieren und so und laufen mit ein paar Fußballerfreunden und so. Also nebenbei tue ich auch schon was für meinen Körper. Du hast wahrscheinlich mitbekommen, was sich die letzten Tage so in Linz getan hat. Am Freitag dürfte jetzt deine Entscheidung wirklich gefallen sein für die Zukunft. Wie bist du da eigentlich informiert? Ja, ich habe es auch von den Medien erfahren, dass der Präsident weg ist und dass wir neu aufgestellt werden. Also mich freut es sicher, vor allem für die Fans und so. Die haben ja drauf lang gewartet und ich hoffe, das wird jetzt super hin. Der Herbst war ja wahnsinnig erfolgreich für die Mannschaft. Für dich würde ich sagen eher etwas durchwachsen. Da war doch öfters ein bisschen Kritik seitens vom Trainer da. Der hat da manchmal ziemlich laut hineingeschrien von der Seitenhautlinie. Was nimmst da du persönlich vor für die Frühjahrssaison? Ja, also ich habe selber gemerkt, dass es sicher nicht ein guter Halbjahr für mich war, da überhaupt zu Beginn. Also die letzten Spiele sind gegangen, aber ich weiß, dass ich viel Luft nach oben habe und ich hoffe, dass ich jetzt diese Saison viel Gas geben werde und auch dann spielen werde, weil ich habe mir für das nächste Halbjahr so viel vorgenommen. Was steht die nächsten Tage wirklich am Programm? Wie feiert die Familie Taconadi Weihnachten? Ja, da mein Vater am 24. noch Geburtstag hat, werden wir zusammen seinen Geburtstag feiern und halt Weihnachten feiern. Ja, und halt wie immer mit der Familie, mit den Ganzen, mit meinen Geschwistern, Verwandten und so, wird sicher toll. Klingt nach einer sehr, sehr großen Party. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Ja, dann bleibt uns eigentlich jetzt eh nur noch, dass wir dir wirklich alles, alles Liebe für Weihnachten wünschen. Und hast du vielleicht noch etwas, was du den Fans zu Hause in Linz ausrichten möchtest? Ja, also erst einmal wollte ich mich bedanken bei den Fans, die im Stadion waren und hoffentlich zur Saisonstart werden viele Zuschauer kommen, weil es haben sich viele vorgenommen, dass sie zuschauen kommen werden. Also hoffentlich wird es eintreffen. Und was machen wir dann in einem halben Jahr? Ja, in einem halben Jahr spielen wir in der Relegation, gewinnen sie und sind dann in der Rezakliga. Das wird man hören. Herzlichen Dank, Taco. Danke. Kein Problem, danke. So, und jetzt hoffen wir noch, dass das funktioniert hat. Nicht. Doch.